Trino. Fahrzeug verlassen, Fahrzeug verlassen. Fahrzeug! Weg vom Fahrzeug, weg vom Fahrzeug, bleib weg, das Ding explodiert vielleicht. Wir haben einen Verwundeten dort vor Ort, aber bleib weg. Ah, fuck. Und bleib unten, das Fahrzeug da brennt. 1, 4, 3. Weg da, Jäger. Ich war kurz ohnmächtig, ich bin jetzt wieder da. Okay, Rundumsicherung. Herr Keks, sichern Sie nach Nord-Nordost. Herr Jäger, Herr Jäger, verarzten Sie, legen Sie sich hin. Hinlegen und verarzten, Herr Jäger. Gehen Sie zurück, gehen Sie noch ein Stück weiter runter nach Norden. Nach Norden runter und dann weiter verarzten. 135, Kontakt! Hinterm Stein! Die Alpha hinterm Stein 135 und 142. Und damit herzlich willkommen zu Operation Falke, dem ersten Teil unserer zweiteiligen Serie von der Operation Falke. Unsere erste Sondereinsatzkompanie ist mal wieder aktiv, unser Arma 3 Taktik-Clan, und spielt ein paar Operationen. In den nächsten Wochen geht es dann auch weiter. Wir spielen so gesehen eine Storyline auf Altes, wo wir so ein bisschen versuchen, die CSET dort auszuschalten, weil CSET das komplette Gebiet eingenommen hat und für sich behält. Ziel ist es dabei, eigentlich Atomraketen, die dort stationiert sind, zu sichern und die komplette Insel von CSET zu befreien. In diesem Sinne, viel Spaß und los geht's! Ich würde sagen, wir rücken gemeinsam erstmal zum Punkt AK vor, ab da trennen wir uns schon. Ich würde sagen, Blau versucht, die Burg aus Westen anzugreifen. Der Weg ist relativ egal, Hauptsache sie greifen die Burg aus Westen an. Die können sie auch abändern, wenn sie wollen. Ja. Gelb versucht, sie aus Osten anzugreifen. Passen Sie auf, wir haben eine Straße und einen Feldweg aus Osten. Gefährlich. Ja. Und wir mit Alpha versuchen, den direkten Weg zu sichern. Somit haben sie keine innere Flanke, sondern nur eine äußere Flanke, die sie decken müssen. Ja, das ist der Plan. Wir haben keine genauen Zugänge der Burg, aber wir wissen über eine medizinische Station dort Bescheid. Das heißt, die können wir gerne auch selber benutzen. Ist ganz praktisch. Das ist der Plan. Danach das weitere Vorrücken besprechen wir vor Ort. Okay, jetzt alle mal ducken, sofern möglich. Bis zu den Gesteinsformationen vorrücken. Und dann die Position erstmal und den Überblick versuchen zu erhaschen. Und dann gucken wir weiter. Komm hier einfach ganz entspannt hoch. Also ich glaube, der Dunkel mal mit der Rücken der Karte. Keks, markieren Sie unsere Position. Kann ich nach unten gucken. Kommen Sie. Jäger, alles gut da oben? ja, mir geht's soweit gut. Der Herr Dunkelmann atmet nur ein bisschen laut. Das markiert. Ah, gut. Alles klar, perfekt. Connor und Keks gehen jetzt etwas weiter nach Südosten an der Steinsmauer entlang, bis sie sich Kontakt zu Charlie haben und sichern dann dort. Jawohl. Volkmar und ich gehen in der Zeit nach Westen und schauen, dass wir Sichtkontakt zu Bravo kriegen. Los. Herr Dunkelmann, Sie machen sich hier bequem. Okay, ich lade ihn ab. Sichern Sie dann nach Nord, Nordwest, Nordost, je nachdem, so gut Sie können. Herr Jäger, wo sind Sie? Ich sitze hier. Ich hab Sie nicht gesehen. Hier Alpha mit Meldung an alle Einheiten. Richtung Nord steht. Wir haben uns jetzt um die Burg verteilt und sind bereit für Zugriff. Warten auf Ihren Befehl, sofern Sie bereit sind. Komm. Sicherung Richtung Nordwest steht. Pause verstanden. Bewegen uns immer noch zur Burg hin. Kommen. Absichtkontakt mit Bravo. Hier positiv. Charlie, haben gleich die Straße erreicht oder haben die Straße erreicht, haben uns auf der Karte markiert. Wir würden dann die Straße um die entlang Burg. Richtung Burg ebenso dann mit Zugkarten kommen. Die Alpha haben verstanden. Unsere Truppen sind in der Nähe von Ihnen sowie in der Nähe von Bravo. Kommen.
Nur Charlie, sie müssen halt sich auf Süden spezialisieren, ne? Also sobald sie da ankommen, Süden müssen sie decken, damit keine nachrücken und wir nicht das heißt, da Überraschungen kriegen. Nicht in die Stadt fokussieren, sondern den, den Zufluss abschneiden. Positiv. Ich würde vorschlagen, wir lassen Panzerabwehrminencluster abschießen von unserer Arti, die wir hier auf der Straße südlich machen. Und zwar hier. Jetzt auf PZ, der Kreuzung machen, oder? Ja, eine PZCL, so circa da. Kann ja, man auch genau. Auf der Kreuzung machen? Ja, auf der Kreuzung wäre es vielleicht noch schlauer, ja. Etwas hier oder auch ein bisschen nördlich der Kreuzung, dann haben wir eindeutig, genau, dann haben wir eindeutig die Flanke da gedeckt, zumindest was die Panzer oder was Unterstützungstruppen der Feinde. Und alles, was durchkommt, holen wir uns. Positiv. Und ja, bezüglich der Stadt selbst müssen wir dann gucken, wie wir da handhaben. Möglicherweise ziviler Kontakt, müssen wir schauen. Ansonsten, Herr Arendt? Ja. Sie wissen, was wir meinen? Ja. Wir machen das dann später, sobald wir uns auf den Weg machen, beauftragen wir die Artillerie mit diesem Auftrag, dort Panzerabwehrminencluster 1, 1 bitte, sehr präzise abzuwerfen. So, und Leute, macht dann müsste das passen. Genau. Wir geben danach Ihnen den Feuerbefehl, dann wissen Sie direkt Bescheid, wenn Sie den abschießen sollen, ja? Also Sie geben mir Bescheid, wenn ich abschießen soll. Ja, sagt Ihr Teamleiter Ihnen. Und ich gebe dem Teamleiter Bescheid. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, sammeln und bereit machen. Jo. Alles klar, viel Glück. Team Bravo am Medic-Bereich sammeln. Team Bravo, Kontakt Südwesten, gegenüberliegender Berg. Komm. Gegenüberliegender Berg Südwest haben Sie Kontakt. Wir rücken bis zur Spitze vor des Hügels und dann suchen wir den Kontakt. Wir ändern Formation auf Linie nebeneinander. Dann bei, wenn ihr oben seid, vorsichtig und mit Bedacht Feind bekämpfen. User left your channel. User left your channel. Ich hab Sichtkontakt, 188, hinter dem Baum. Hier Charlie an Alpha, die Einheiten wurden bekämpft, die sollten ausgeschaltet sein, kommen. Einheiten bekämpft angeblich laut Charlie. Jetzt brauchst du verstanden, höchste Vorsicht, natürlich keine weiteren Feinde von Südosten ein- und nachrücken kommen. Ja, Alpha, Kontakt! Ich hab euch! Feuer einstellen! Wir wurden flankiert. Die Alpha wurden gerade flankiert. Da kam von hinten ein Fahrzeug mit zwei Kontakten drinnen. Wir haben es ausgeschalten. Auf 199 wurden von meinem Teammitglied noch Kontakte gemeldet im Wald kommen. Oh, Junge, Junge, Junge. Verstanden, haben leider einfach Lust. Also, ich habe jetzt Charlie verstanden. Können Sie die Position markieren, dann können wir Ihnen Connor, Unterstützung geben. Ja. Kommen. Markier ungefähr die Position des Feindkontakts, das du gemeldet hast. Ja, mache ich. Die Alpha-Kontakt wird markiert, komm. Keks, Meldung. Kontakt Richtung Osten. Osten. Ja, auf Osten hilft mir nicht, ich brauche eine Richtung. Osten. Osten hilft mir nicht, ich brauche immer noch eine Richtung. Ja, Osten gerade vor uns. Ja, Osten gerade vor uns hilft mir immer noch nicht. Ach, 104, Osten, ja sagen ja. Sie doch. Danke, Herr Keks, dass Sie mir ins... Ah, meine Güte, bin getroffen. Runter vom Hügel, nach Norden runter. Ja, runter vom Hügel nach Norden, schnell. Da hat man viel mehr Deckung. Erstmal selbst bandagieren, ich komme dann auch gleich zu Ihnen, Herr Jäger. Ja, somit, ich verstecke mich in den Büschen. Die anderen Sicherung aufbauen, rundum Sicherung, sag ich. 1, 2, 8.
Nein, steht. Steht. Alpha von Bravo, kommen. Die Alpha hört, komm. Hier Charlie, ich muss zurück zur Burg. Ziel so, Feind sollte bekämpft sein, können Sie das bestätigen, kommen? Die Alpha ist kurz standby. Connor, wurde der Feind bekämpft, angeblich fragt hier Charlie, aber ich nehme an, wir können dazu keine Info geben, oder? Keine Info. Hier Alpha, haben keine Sicht mehr, haben uns leicht nach Norden zurückgezogen. Komm. Hier Charlie, ist so verstanden, Schuss. Wir können unsere aktuelle Position markieren, wenn Sie das Jäger, möchten, kommen Sie ein bisschen weiter nach Süden hier, zur geben, zur Kante. Sie brauchen, kommen. Komm, kommen Sie. Die Alpha hat verstanden, wir werden gerade aus Nordost-Ost beschossen von unserer Position. Wir markieren, komm. Hier Charlie, so verstanden, wir werden Sie unterstützend, wir werden zu Ihnen unterstützend, schaffen Sie es noch bis zur Stadt? Zurücken, kommen. Ich nehme Sie zu. Humpelt, ja. Ja, ich meine, können Sie kämpfen? Das will ich damit nicht. Ich kann kämpfen, ja. Ich tu mir kurz nochmal Fien initiieren und dann geht das wieder. Alles klar. Sie können die Tourniquets wieder abnehmen. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Blut, ja? Ich gebe Ihnen eine. Wie viel. Warte, ich schau mal, wie viel Blutdruck Sie haben und dann gucken wir mal. 94. Ich gebe Ihnen einen Liter, okay? Bitte. Einen Liter Salz gebe ich Ihnen. Ja, perfekt. So, natürlich an Ihr Bein hier, dann läuft's rein. So, bitteschön. Danke. Gut. Wenn sonst was ist, sagen Sie sofort Bescheid und nehmen Sie mich, falls möglich, noch bitte. Ich hätte erwischt. Ah, werde ich machen, okay. Charlie, bringen Sie das Fahrzeug zur Position Bravo. Noch ein Stück hoch, noch ein Stück. Wir haben es bei Sicht auf die Feinde. Haben Sie Schmerzen, Herr Messer? Geht, voll im Rahmen. Okay, dann danke. Können Sie wieder. Danke. Okay, Alpha, Formation einnehmen beim Stein, beim Keks. Wir rücken jetzt etwas hoch zur Waldkante und dann nach Süden runter, über Bravo. Los geht's. Ja, zurück. Für euch als Info, ich bin leicht getroffen, ich kann nicht mehr so gut zielen, also. Achtung, ja. Charlie, setz dir das Fahrzeug sofort zurück. Deckung beziehen, erstmal Deckung beziehen. Wir warten, bis wir den Granatwerferschützen haben. Auf 134 sehe ich einen toten Feind, möglicherweise noch mehr dort vor Ort. Beobachten. Beschuss aus. Das war eine Granate. Südost. Achso. Kontakt gesichtet, 142. Im Wald oben. Connor wurde ausgeschaltet. Alpha von Charlie kommen. Die Alpha hört kommen. Jetzt Charlie, wie sieht Ihre Position aus? Wir sitzen gerade bei Bravo ein bisschen fest. Können Sie noch ein bisschen durchhalten, kommen? Connor wird getroffen. Ah, Keks, die laufen mir wieder voll in den Schuss. Meine Güte. Die Alpha sind jetzt zu Bravo leicht aufgestoßen, haben Kontakt auf 144 an der Hügelspitze. Etwas südöstlich. Wir unterstützen sie gerade, sind soweit halbwegs gut dabei, komm. Wieder Kontakt. Hey Charlie, sie bleiben verstanden. Wir werden versuchen, sie weiterhin alle zu unterstützen, wo wir kommen. Nochmal Kontakt, 143, 143. Muss ich verarschen. Kontakt ausgeschaltet. Ja, Keks, kommen Sie zurück. Ich übernehme Ihre Sicherung, Sie tun sich verbinden beim Herrn Jäger. Alle anderen verbinden jetzt dann, die verwundet sind. Und die, die nicht verwundet sind, schaut in den Wald, da ist es gefährlich. Kontakt 144. Lade. Bravo für Alpha. Hier Bravo, halt schon mal. Die Alpha markieren gleich unsere Position neu. Brauchen wir dringend einen MG-Schützen von Ihnen, komm.
Hier, Bravo, wir können leider unseren MG-Schützen hier nicht großartig abziehen. Wir haben nur noch einen und wir sind selber noch zurückgekommen. 1, 4, 4. Ja, Alpha Positiv haben aber hier sehr gute Sicht, dann ziehen sie ihr ganzes Team zu uns zurück. Wir sind circa 50 Meter nördlich. 1, 4, 3. Hier passt schon, wir sind zurück zu ihnen. Der hat gerade einen Raketenwerfer gezogen. Fahrzeug ausgeschaltet, wiederhole Ifrit ausgeschaltet, wir brauchen hier Sanis. Alter Ramba. Ich bin da. Ja. Charlie. Jäger. Micha, Fahrzeug von unten, Fahrzeug von hinten. Fahrzeug. Weg vom Fahrzeug, weg vom Fahrzeug. Bleib weg, das Ding explodiert vielleicht. Wir haben einen Verwundeten dort vor Ort, aber bleib weg. Ah, fuck. Und bleib unten. Das Fahrzeug da brennt. 1, 4, 3. Weg da, Jäger. Weg da. Ich war kurz ohnmächtig. Ich bin jetzt wieder da. Okay, Rundumsicherung. Herr Keks. Herr Keks, sichern Sie nach Nord, Nordost. Herr Jäger. Herr Jäger. Verarzten. Hinlegen und verarzten, Herr Jäger. Gehen Sie zurück. Gehen Sie noch ein Stück weiter runter nach Norden. Nach Norden runter hier, und dann weiter atmen. 1, 3, 5, Kontakt! Hinterm Stein! Oh, fuck. Die Alpha hinterm Stein, 1, 3, 5 und 1, 4, 2. Ladehemmung! Fahrzeug aus Norden, Fahrzeug aus Norden! User left your channel. Ich hab's stark erwischt, war bewusstlos. Weg, weg hier, nach Norden runter. Schnappt euch alles, was ihr habt, nach Norden runter. Ich werf Rauch. Kontakt, Fahrzeug, 155. Nicht bewegen. Feuer einstellen. Beobachten. Sollte ausgeschalten sein. Herr Keks, nochmal einen Kopfschuss für den Herrn. Perfekt, und los, weiter geht's. Wir müssen hier echt aufpassen, wir werden ständig flankiert hier mit Fahrzeugen. Ich kam vor allem einfach aus dem Nichts. Ja, die haben Informationen über unsere Position. Kontakt 126. Auf der Straße. Oh Gott. Okay, feindlicher Transport hat wahrscheinlich Einheiten abgelassen. Weiter. Bevor wir dann die sehen. Kontakt! Was ist das da oben? Auf 70? Was ist das? Ein kaputter Ifrit. Das ist ein kaputter Hunter. Okay, ich hab da irgendwas bewegen sehen. Okay, geht mal weiter. Der ja, letzte Mann bitte. Ja, ich auch. Da ist ein Feind. Wo ist ein Feind? Bei 084. Truppen. Oh ja! 75 von meiner Position. In Deckung, sucht euch jetzt sofort Deckung. Rund nach Nordwest. Deckung suchen. Die Alpha, wichtige Info an Bravo und Charlie. Wir haben Kontakt auf 72 am Wald. Komm. Bravo, so mit. Herrgott. Alle Mann, Achtung. Bravo, 75 bis 60. Jetzt, Charlie, verstanden. Hier, Bravo, hört kommen. Die Alpha, beauftragen Sie Ihren JTAG mit Scholef 155mm HE auf den Punkt JTAG BMB zu schießen, komm. Hat welche Attacken? Drei Rounds, 155mm Scholef, komm. Hab ich mit. Hoffen wir mal, dass der jetzt was macht. Da ist wieder ein Fahrzeug, auf 79. Das ist der Wahnsinn. Sich Kontakt. Ja. Ja, schau, perfekt. Abschluss. Ja, das geht, okay. 20 Sekunden. Die Alpha hat verstanden. Alpha Ende. Okay, alle Mann, jetzt in Deckung von 75 Grad aus. Ja, schnappt euch Deckung, das wird auf jeden Fall splittern, das da oben.
Splash, Jungs, aufpassen. Ich höre sie schon. Das ist aber zu weit. User left your channel. User joined your channel. Alles klar. Spot name. Ist vorbei. Folgt man, sie schauen weiterhin in die Richtung. Alle anderen richten sich jetzt dann Richtung Süden weiter aus und machen sich bereit zum Weitermarschieren. Abschluss durchgeführt. Keine weiteren Raketen im Anflug. Die Alpha verstanden. Weiter vorrücken nach Süden und durchführen des normalen Plans. Komm. User left your channel. User, alles klar, Alpha, Information. Achtung bei den Gebäuden, möglicherweise Feindkontakte. Connor und Keksi gehen rein. Wir versuchen, ihnen Deckung zu geben, sobald wir da sind. Warten Sie noch auf unsere Ankunft an. Alle Mann Richtung Stadt aufstellen. Connor und Keks machen sich bereit für die Infiltration des Hauses. Okay. Connor, Keks, langsam vorrücken und infiltrieren. Beschuss. Süden. Süden. Südlicher Kontakt. Auf 1, 6, 8. Ja, dann schaut, ob ihr da Sicht kriegt auf den Feind. Feind ist tot. Ja, weiterhin beobachten, die kommen nie allein. Ich hab hier ein Gebüsch voll im Weg. Gut, Connor, Keks. Gehen Sie langsam zum nächsten Haus Richtung Süden. Hier brauchen Meldung, Fahrzeug ausgeschaltet. Wir befinden uns aktuell bei Punkt Bravo vor der Stadt kommen. Hier Alpha bestätigt, wir sind jetzt auf dem Weg durch die Stadt von Westen aus unserem grünen Punkt kommen. Super, verstanden, bewegen uns jetzt in die Stadt rein. Ich hab mit dem Glück hier Charlie, wir haben das Haus in der Nähe der Straße eingenommen, würden dort Stellung beziehen, haben es auch auf der Karte markiert, da das eine sehr gute Position auf die Straße hat. Kommen. Messer? Alpha hat verstanden, Alpha Ende. Ja? Sehen Sie den roten Container da? Alpha hat verstanden, Ende. Moment, dazu muss ich zu Ihnen kommen. Achtung, Jäger, ich komme rüber. Ja. Welchen Container? Ja, sehe ich. 122? Sehe ich. Ich sehe die Ecke. Davon, hinter dem Haus sozusagen ist eine Basis, so eine Art Basis mit Sanitätscontainer und sowas. Ja, haben wir bereits festgestellt. Haben wir bereits beim Aufklären festgestellt. Alles klar. Herr Connor und Keks, Sie gehen jetzt nach Süden runter, nach Südosten, Richtung dieses Containers zum nächsten liegenden Gebäude. Geduckt, schön langsam, viel Abstand, Männer. Achtung, wir sind hier voll im Feindgebiet. Vorsicht, Jäger, ich komme rüber, ja? Ja. Wolken, haben Sie Kontakt? Ich hab wahrscheinlich gerade einen halben Kopf gesehen, da vorne bei der Straße. Bei 078. Also auf der Straße. Beobachten, aber abpassen, die auf, da ist Bravo. Volkmar, Sie gehen als erster Mann jetzt dann vor. Jäger, Sie machen letzter Mann, viel Abstand. Wir rücken zu Connor und Ding auf. Ja, Connor und hier. Keks, meine ich. So. Ich habe ebenfalls jetzt im Süden Freundkontakt gesichtet. Positiv. Auf der Straße. Auf 118 habe ich was gesehen. Freundkontakt, ja. Südlich. Nah bei uns. Ja, ja. Wir gehen jetzt zu Connor und Keks hinten. Achtung. Connor getötet. Meldung. Connor getötet. Dann geh in Deckung. Wir sind aufgerückt. Achtung. Direkt aus der Basis. Keks, folgt mal. Sie gehen um das Haus rum und versuchen zu flankieren. Wir bleiben hier und halten Stellung. Langsam vorsichtig hier, ihr beide. Auf der Straße! 70! Feind ausgeschaltet! Bei uns, ne?
Mit der Lobby seine Granate zu war das knapp. Herr Jäger, ja, das glaube ich. Herr Jäger, Sie halten da Position und schauen da weiterhin, ja? Werde ich machen. Ja. Wie, Keks und Volkmar, ich komme zu euch. Alpha hier, Brau, kommen. Hier, Alpha, hört, kommen. Hier, Brau, bitte um Markierung auf der Karte kommen. Hinterm Auto ist ein AMG. Hier, Alpha, für was kommen? Keks, wo sind Sie? Ich brauche wiederholen, kommen. Ja, Alpha, für was Markierung kommen? Hier brauchen wir bitte mal eigene Markierung von Ihrem Team kommen. Ja, Alpha, bereits vorgenommen, kommen. Nordosten. Ja, wir infiltrieren jetzt die, das hier Innere. Herr Jäger, Sie kommen jetzt auch und rücken auf. Keks und Volkmar kommen auch zu mir. Zwei hört kommen. Messer für Connor kommen. Ja, hört. Connor, hören Sie mich? Ich brauche nee. Aktuell nicht kommen. Wird. Feind ausgeschaltet. Ja. Ihr werdet jetzt den CP1 sichern, das Innere. Gemeinsam. Geht rein. Oh. Pass auf. Achtet auf eigene, ne? Das sind echt, das sind welche. Achtung, Zivis. Bitte erlaubt, seine Granate reinzuschmeißen. Negativ, negativ. Ziviler Kontakt, negativ. Hab verstanden. Jäger, kommen Sie zu mir. Komme. Sie sichern bitte die Straße hier nach Nordwest. Ich machen. Was? Haben Sie gerade die Stimmen gehört? Nee, aber hier vorne ist ein Container, der in Flamme ist. Folgt mal, Keks. Ich guck mal. Sie gehen langsam vorsichtig rein, sprechen sich gut ab. Ich bleib hier und deck die, den Ausgang. Ich bin direkt hinter ihm. Wieder Kontakt, Achtung. Hier drin ist doch einer. Da ist noch einer drin. Der ist tot. Der ist tot. Bis die Börse nicht angezogen sind. Lass mal hier eben ganz vorne raus. Alles gut bei Ihnen, Keks? Ja. Komm bitte hier hin, hier sind mehrere. So, welche Feinde oder Vorsicht, Verbündete. Hier, Bravo, Achtung, Verbündete. Verbündete, Bravo, rückt auf, Achtung. Ich muss mit Bravo reden. Haben hier Feind hier. Hallo, Achtung. Freunde, wir haben hier den Compound gesichert. Bravo sichert ihr bitte die komplette Straße sowie den Zugang hier. Ja. Gut. Jäger mit reinkommen. Volkmar, Keks, Position halten. Walter übernimmt das Geschütz. Die Straße somit sichern. Bravo. Geh bitte mal auf den Container hoch. Alle sind gefangen genommen. So, wie schaut's mit denen aus? Ja, hier ist er arm, gleich verletzt. Ist der gefangen genommen, der Kollege? Ja, ist er. Wunderbar, perfekt. Arzten, oder? Ja, Kriegsgefangener. Die Alpha mit Meldung an alle Einheiten haben hier Kriegsgefangene sowie Zivilisten befreit, / gefangen genommen. Werden jetzt gleich zur Einsatzbesprechung die Teamleiter inmitten von CP1 bitten. Komm. Pause mit, bewegen uns. So verstanden, bin auch auf dem Weg. Also hier AP1 meine ich. Kann sein, aber die sind beide gefangen genommen. Nur der eine, ja. Der sieht schon nicht aus. Sind sie? Das sind beide das sind unsere Kriegsgefangenen. Gut, ja, kommen wir kurz nochmal in die Mitte. Na, machen wir mal hier Feuer aus, Rauchzeichen brauchen wir nicht. So. 04592138. Herr Schmidt, Herr Wolf, bei den Gefangenen. Wir haben die Front verschoben.